Heute, was geht ab, Leute? Hier? Irgendwo in Wolfratshausen. Das ist irgendwie so eine Stunde von München entfernt, 30, 40 Minuten. Sind wir extra hier rausgefahren. Ich starte gerade mein Handy neu, weil ich krieg irgendwie kein Hotspot von meinem anderen Handy. Das gerade livestreamt. Schaut gerne vorbei. Das ist angeblich hier der beste Döner in München und Umgebung. Alter, die Bewertungen sind anders krass. Ich habe die gestern Abend gelesen. Alter, zu heftig. Ich blende hier mal ein paar ein. Ich lese später noch ein paar vor, weil die sind so lustig, wie krass dieser Laden gehypt wird. 4,7 Sterne Bewertung. Ich bin echt gespannt. Aber jetzt muss ich erstmal Internet auf dieses Handy wiederbekommen. Ich übernehme gerade den Chat und jetzt gehen wir gleich rein. Bin gespannt. Also das ist ein Oschi. Was soll man machen, wenn es kein Internet gibt? Wir sind halt wieder außerhalb von München, Mann. Von Kraft, ne? Aber jetzt sind wir denn mal. Ja, jetzt geht's wieder. Not bad. So, was will ich? Jetzt ist durch. Aber Punkt kommt ein Glück, ja. Hier. So, was musst du halten? Ja, das hält. Gehypt, oder? Gott sei Dank habe ich auch ohne Tomaten bestellt, oder? Das ist er. Okay. Alter. Okay. Danke, Sanjaro, danke. Jungs, lasst es euch schmecken, oder? Guten, ciao, Jungs. Ich fällt nichts raus. Okay, ganz ehrlich, den wolltest du in meinem Auto fressen, oder? Bist du wahnsinnig, oder? Ich glaube, mit Unterlagen geht schon. Also oh, echt saftig gefüllt. Seht ihr es, Leute? Jungs, ganz ehrlich, hättest du Barisch zugestimmt, dass wir es in meinem Auto essen sollen? Ja, es wäre schief gegangen, ich hätte sauber gemacht. Kein ja, Problem. Genau. Wäre schief gegangen. K182, Mann. Könnte Gravekeeper heißen. Gravekeeper. Oben viel Soße, unten keine Soße. Hast du das mit? Boah, die Soße schmeckt aber ends geil würzig. Und irgendwie auch ein bisschen Crack mit. Alter, ich kann gar nicht essen. Mann. Man kann nicht sagen, dass zu wenig Fleisch ist. Das ist schon echt heftig Fleisch. Aber warm ist er auch nicht mehr, oder? Obwohl wir erst vor kurzem gekauft haben. Doch. Schon komisch, meiner oder? Ist warm. Das Fleisch nicht warm. Also. Also am Fleisch mangelt es nicht bei dem Döner. Was sagst du, Hong? Ist okay. Also ich würde nicht nochmal herkommen. Mhm. Da fragen wir uns. Ja, aber da wegen Audio. Audio sag ich schon. Kamera. Ja, aber du sollst auch da reinschauen, was sie sagen und dann kannst du antworten, oder? Deutliches G-Lock hat McCurry 50 eingelöst. Jetzt kommt erst die Schärfe. Was bedeutet das? Kanalpunkt hat eingelöst. Und das bedeutet halt. Er hat uns einen virtuellen McFlurry geschenkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hattie, es sind deine McFlurries. Genau. Ja, war schon kranke Zeit. Also nochmal zurück. Jetzt kommt erst die ganze Schärfe.
Davor nur Soße, keine Schärfe. Jetzt keine Soße, aber nur Schärfe. Habt ihr gesehen, wie er den Döner beladen hat, ja? Ja, so eher trichtermäßig. Und dann ging alles so gestapft, trichtermäßig. Was soll das heißen? Er hat Fleisch rein, dann Salat, dann Soße. Dann von unten habe ich fast keine Soße mehr. Ja, ja, sag ich auch. So trichtermäßig, nicht von unten schichtweise, wenn du reinbeißt, von allem ein bisschen was hast, sondern eher trichterweise. Du musst ja normalerweise mit der Soße anfangen. Und am besten auf den Boden, alles drauf, Soße und dann einfach zuklappen, Alter. Gleich haben wir es, Leute. So, letzte Bissen. War fett, war, also ich bin mit Hunger gekommen und trotzdem war er viel für mich. Gib ich direkt satt. Alter, ich bin voll. So, Freunde. Ich habe aufgegessen. Der war echt fett. Den zweiten könnte ich schon noch schaffen, aber da war ich tot. Bevor wir euch Schuss auf Tunesien, bevor wir euch unser Feedback geben, lese ich erstmal das Feedback vor, was ich so gestern gelesen habe. Ja, Mann, echt interessant, oder? Mina schreibt: Bester Döner überhaupt, wir fahren immer gerne 100 Kilometer nur für diesen Döner. Seit Jahren gleichbleibend grandiose Qualität. Da frage ich mich, ob sie auch andere Döner auch kennen, oder? Klaus schreibt: Kenne keinen besseren Döner und das Team ist sehr nett. Alles klar. Thomas, ich komme extra aus Erding. Also wenn das hier München ist, ist das hier ungefähr Erding. Ja. Und wir sind hier ungefähr. Da es beim Pamukkale den besten Döner gibt, da lohnt sich jede Tour. Nicht nur mit dem Motorrad. Bester Döner, es gibt keinen besseren. Fahren immer von München extra hin. Mansur. Ja, ich dachte, du hast schon aufgegessen. Ich dachte, du warst der Erste. Nee. Mach ruhig weiter. Ja. Viel war's, voll bin ich, 5,50 für die Portion an sich schon okay. Zuerst wollte ich sagen, okay, 5,50 für einen Döner, der hier draußen am Arsch der Welt ist, überteuert, ist fast so viel wie Mustafas Kebab in, direkt am Stachus, fast so viel, aber von der Größe her ist 5,50 schon gerechtfertigt, aber wo ist der Hype? Hype Man, erzähl mal vom Hype. Diesmal habe ich gar nicht gehypt, ja, ich habe nur gesagt, er hat gehypt, Alter, er hat gesagt, ja. Wegen dem Döner wird er niemals vegan sein. Ich schwör, das so war, krass hat er ihn gehalten. Das war echt heftig, Leute, wirklich. Also das war nicht nur ich. Wo ich Ende 2018 nicht hier mal war. Vegan kann er sich vorstellen zu leben, wegen diesem Döner, hat er gesagt. Schwör, damals war so ein Brain-Moment. Fazit. Preis-Leistung ist okay. Also Preis-Leistung ist die okay. Die Preis-Leistung ist schon echt gut, muss man sagen. Ja, ist okay. Ich sage, ist okay. Ich glaube, von der Menge an Fleisch war wie beim letzten Mal, wo wir in Sendlinge waren. Das war extra ja, Fleisch sozusagen. Ja. So war der auch fast, ja. Ja. Er hat jetzt geschmeckt. Ja. Und das aber war's. Mehr so kann wow. ich nicht sagen. Ja, es war jetzt kein Wow-Effekt. Nee. Überhaupt nicht. Mehr. Also, sorry, für mich, der kommt nicht mal in die Top 3. Weil für mich nicht mal, nee, Mann. Top 3 sind für mich einfach in München. Ja. Und alle, die irgendeinen Umweg machen zu dem hier, so könnten auch gerne mal zum Türkisch gehen oder zum Mustafa. Ja. Sogar Arkadasch am Kreuzplatz. Ich habe ja gesagt, ich war vor kurzem erst da, habe gegessen, es war so schön warm, ja. Richtig reingebissen, knusprig, warm. Ich habe Gunther geschluckt und ich habe die Wärme noch in meinem Bauch gespürt. Ja. Und der hier, Digga, wir haben ihn vor 5 Sekunden geholt, kalt. Genau. Das wollte ich auch noch gerade sagen, ja. Wir holen den, gehen hierher. Er ist in Folie eingepackt, was normalerweise die Hitze auch halten sollte. Der war nicht warm. Das Brot war nicht warm, das Fleisch war nicht warm. Es war Soßenverteilung, echt nicht, die Struktur des Döners war schlecht, ja, gar nicht. Schlecht aufgebaut. Auch jetzt nichts extra drauf, ja. Bei Mustafa kriegst du noch Gemüse dazu. Beim Türkisch kriegst du noch, hast du noch viel mehr Auswahl an Soßen. Der macht noch Minze mit rein, wenn man Bock hat. Keine Auswahl. Es ist für mich ein ganz normaler, stinknormaler Döner. Ja, in Wolfratshausen, wo ich nie aus München herfahren würde. Niemals. Ja. Junge, was? Tot. Das war echt eine unnötige Fahrt, Mann. Richtig, richtig unnötig. Wir packen es jetzt mal wieder zurück nach München. Das war echt unnötig. Alter, Mann. Das war eine leidende Fahrt zurück. Alles sehr ruhig. Wir wollten über ein paar ernste Sachen reden, wie es so weitergeht und so. Und
Auf einmal fängt es an zu regnen, es ist dunkel, es ist kalt, die Stimmung ist schlecht. Einfach nur Stille. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall war das ein schlechter Döner. Kann ich nicht weiterempfehlen. Also Döner nicht schlecht, aber die Fahrt kann ich nicht weiterempfehlen. Die Leute glotzen mich an, deswegen sehen wir uns zu Hause.